Saudi-Arabien will unbedingt seinen Marktanteil behalten und nun sind neue Gefahren in diesem Punkt entstanden. Heute werden wir das Geschehen an den Ölmärkten besprechen, insbesondere den OPEC-Bericht für Februar, welcher eine merkwürdige Diskrepanz mit Saudi-Arabiens Bericht aufwies. Während Saudi-Arabien von einer zunehmenden Ölproduktion im Februar berichtete, wiesen sekundäre Quellen auf deren Rückgang hin. Warum ist dieser merkwürdige Unterschied entstanden? Saudi-Arabien will unbedingt seinen Marktanteil behalten. Und nun sind neue Gefahren in diesem Punkt entstanden. Erstens hat die iranische Ölproduktion im Februar 2017 3,8 Millionen Barrel pro Tag erreicht. Und dies ist ein Allzeithoch. Auch in Nigeria nahm die Ölerzeugung im Februar zu, wenn dies auch mit der OPEC abgestimmt worden war. Die Staatshaushalte dieser Länder, einschließlich Algerien, haben in den letzten Monaten unter den OPEC-Einschränkungen sehr gelitten. Diese Länder brauchen Geld und kommen in Versuchung, die Ölgewinnung auszubauen. Dies betrifft ebenfalls auch Nicht-OPEC-Länder. Deshalb erwartet man eine leichte Zunahme des Angebots bis Ende 2017, vor allem aus den USA. Der Kostendeckungspreis von US-Schieferöl liegt nun unter $50 im Vergleich zu ehemals $80. Dies ist eine große Errungenschaft und lässt unter Berücksichtigung der Trump-Politik ein beschleunigtes Wachstum der Branche erwarten. Außerdem bleibt die Frage offen, ob die OPEC und Russland einen Deal abschließen werden. Russland hat ein neues Ölvorkommen in Ostsibirien erkundet und wird dort schon Ende dieses Jahres Massenproduktion einführen. All dies setzt Saudi-Arabien unter Druck. Darüber hinaus will Saudi-Arabien seinen Einfluss beibehalten. So können die Saudis auf die Idee kommen zu sagen, hallo, wir können den Preis manipulieren. Also passt auf, diese Botschaft dürfte hinter der Diskrepanz stehen. Was die USA anbelangt, so haben ihre Rohöllagerbestände ein Allzeithoch erreicht. Können wir mit einem Ausverkauf der Rohölterminkontrakte rechnen? Vergleicht man den aktuellen Stand der Lagerbestände mit dem vom Februar 2016, so sind diese fast auf demselben Niveau geblieben. Natürlich sind sie hoch, weil wir einen warmen Winter hatten und der Ölverbrauch unterdurchschnittlich ausfiel. Aber es wird erwartet, dass die weltweite Nachfrage nach Öl im laufenden Jahr doch etwas zunehmen wird. Außerdem sieht der Markt alles nur kurzfristig. Und wir werden sicherlich ein Auf und Ab der Preise in Kurzfrist sehen. Dennoch erwarte ich in den kommenden Monaten keinen erheblichen Wandel. Unter anderem, weil Saudi-Arabien den Preis einebnen wird. Dem amerikanischen Militärmagazin Stars and Stripes zufolge habe die irakische Armee und ihre Alliierten den Zugang zur Gruppe Islamischer Staat praktisch völlig blockiert. Das heißt, dass die Islamisten von den wichtigsten Finanzierungsquellen abgeschnitten sind. Was sollte das bedeuten? Aus der Perspektive von Saudi-Arabien heißt das, dass einer der Konkurrenten entfallen ist. Aber hier liegt auch eine große Gefahr. Höchstwahrscheinlich neigt sich der Islamische Staat oder Daesh dem Ende. Im Mosul finden schwere Bombenangriffe statt, ähnlich wie ehemals in Aleppo. Die beiden Armeen scheinen eine ähnliche Strategie umzusetzen, welche weniger Soldatenopfer, aber leider mehr zivile Opfer fordert. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt der Daesh zu Ende und dies bedeutet einen Konkurrenten weniger für Saudi-Arabien und hoffentlich eine Bedrohung weniger für uns alle. François, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um die aktuelle Lage an den Ölmärkten mit uns zu besprechen. Es ist mir immer ein Vergnügen. Das war's für dieses Interview aus unserem Genfer Studio. Wir freuen uns auf Ihre Likes und Kommentare auf unserer Webseite. Auf Wiedersehen.